Was jetzt kommt, ist ein Lehrstück in Sachen weiblicher Überzeugungskraft. Und Conny ist noch völlig ahnungslos. It is beautiful. Hast du schön gemacht. Haben wir ja schon mal das erste gemacht. Was machen wir denn als nächstes? Jetzt haben wir das ja fertig. Die klassische Fangfrage. Die Schlinge zieht sich zu. Jetzt machen wir erstmal Pause. Denkst du, Conny? Moment, ich wüsste da was. Ich bin geduldig, aber irgendwann hat auch meine Geduld ein Ende. Und jetzt mal so nach 6 Jahren, wenn halt auch nichts anliegt, könnte man ja damit mal anfangen. Jetzt dämmert es langsam. Was? Ich könnte mich daran erinnern, dass du vor 6 Jahren eine Wette verloren hast. Ich wette grundsätzlich nicht. Und wenn du jetzt kein Projekt hast, dann könntest du ja ein neues beginnen. Hm? Wie wär's denn mit einem Pool? Zu meinem 60. Geburtstag haben wir ja auf der Cap San Diego gefeiert. Und leichtsinnigerweise habe ich einfach mal so gewettet, dass der Dampfer nicht ablegt. Das ist ein Museumsschiff. Aber er hat doch abgelegt. Und dadurch habe ich die Wette verloren. Und muss mal nur einen Pool bauen. Habe ich mir schon gedacht, ja. Ein Swimmingpool. Und jedes Mal, wenn ich es angesprochen habe, war immer irgendwas anderes, was wichtiger war, angeblich. Und jetzt lasse ich mich auf keine Diskussion mehr ein. Jetzt möchte ich gerne endlich diesen Swimmingpool. Du gönnst mir aber auch keine Ruhepause. Nein. Ne? Meine Güte. Ich warte jetzt ja schon seit 6 Jahren. Ja, wie lange warte ich auf meine Jogginghose? Guck mal, wie geduldig ich jetzt schon bin, ne? Ja, ich kenne ja mein Engelchen. Sie wartet schon seit einiger Zeit auf ihren Pool. Ich habe ja gedacht, dass wir das jetzt dann mal abhaken können. Also gut, mein Engelchen. Ich lasse mir da mal was einfallen. Ich weiß, so ein Pool ist nicht einfach zu bauen. Vor allem nicht innerhalb von einer Woche. Das ist ein Haufen Arbeit, gerade auch wenn man jetzt das Loch ausbuddeln muss. Und das muss alles gerade sein und so. Aber trotzdem freue ich mich darauf, endlich damit anzufangen und dann irgendwann zu meinem Engelchen gesagt, so mein Engelchen, jetzt kannst du reinspringen. Seit fast 6 Jahren wohnt der begnadete Handwerker Conny Reimann mit seiner Manu auf Hawaii. Und seitdem hat er aus seinem Haus in den Bergen eine Villa mit allem gemacht, was man sich wünscht. Bis auf einen Pool. Bei einer harmlosen Wette an Connys Geburtstag vor 6 Jahren war das der Wetteinsatz. Und Conny hat verloren. Heute geht's los. Es ist soweit. Mein Pool kommt. Nach 6 Jahren Warten kommt jetzt mein Pool. Zwar ein bisschen anders, als es ursprünglich geplant war, aber ist ja egal. Pool ist Pool, oder? Also, ich bin gespannt. Eigentlich wollte Manu einen richtigen Pool aus Beton. Das, was sie heute bekommt, ist ein Aufstellpool. Aber Conny wäre nicht Conny, wenn er das hässliche Teil jetzt einfach nur in den Garten stellen würde. Da haben wir den Pool gekriegt. Nee, da hat die Manu ihren Pool bekommen. Hast du jetzt 6 Jahre gebraucht, um deine Wette einzulösen? Naja, wenn du das so nimmst, ja. Aber gut. Wir haben also nachgefragt, inwiefern das eine Wertsteigerung ist, so einen Pool im Garten zu haben. Und da hat unsere Maklerin gesagt, Conny, ist ganz, ganz, ganz gering nur eine Wertsteigerung. Vielleicht, sagt sie, vielleicht, wenn du Glück hast, zwischen 15.000 und 20.000. Und er hat gesagt, ja, aber der Pool, der kostet doch 150.000 mit Beton und alles und Fliesen. Das hier, es gibt sogar Leute, die schütten ihn wieder zu. Ist tatsächlich so. Haben wir schon gesehen. Und er hat gesagt, also nee, das mache ich jetzt nicht. Wir waren dann irgendwann einkaufen in einem riesen Supermarkt und dann haben wir so einen Aufstellpool gesehen. Und dann kam eben halt die Idee Swimmingpool wieder auf. Und dann habe ich da halt nur hingezeigt, habe gesagt, guck mal, Conny, das wäre doch eine Notlösung erstmal, damit man wieder Pool hat. Ich sag, weißt du was, wir baggern einfach ein großes Loch, dann stellen wir so ein Off-Ground-Pool rein und dann mache ich da eben halt auch meine Terrassen rum. Und das, so kam dann die Idee. Obwohl ihr Grundstück 5000 Quadratmeter groß ist, gibt es nur eine Stelle, wo man den Pool bauen kann.
Das letzte Stück Rasen auf Coney Island wird geopfert. Denn natürlich ist es der größte Aufstellpool, den man kriegen konnte. 10 mal 5 Meter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir bauen jetzt erstmal nur den Rahmen auf, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wie das zusammengesteckt wird. Wenn das also eine größere Reaktion ist, dann legen wir nur die Stangen hin. Dann benutze ich den Plan, der dabei ist. Aber ich würde natürlich erstmal gucken, wie das Gestänge zusammengebaut wird. Ach, siehst du, guck, das sind diese Klick. Das ist wie so ein Sonnenschirm, ist das. Ah, ja, okay. Ja. So, dann kannst du das schon mal alles verteilen. Alles auspacken? Nee, wir brauchen nicht alle Stützen. Wir brauchen nur an den Ecken die Dreiecke. Wir bauen doch jetzt einmal den ganzen Rahmen auf, ne? Damit wir sehen, wie groß der ist. Ja, wir müssen aber nicht alle Stützen aufbauen, weil ich brauche nur die Eckpunkte. Was sind denn die Eckpunkte? Das ist ein Rechteck. 1, 2, 3, 4. Ich sehe da momentan keinen Eckpunkt. Mach nichts, dafür hast du mich, mein Engel. Heute bauen wir praktisch so halbwegs erstmal den Pool auf, um die Ausmaße zu sehen. Und dann stecke ich das ab. Und dann fangen wir an zu buddeln. Aber dazu muss ich ja erstmal sehen, wie groß der Pool wird. Ich kann mich auch nach der Zeichnung richten. Aber das ist mir zu riskant. Da ist eine Ecke. Da ist eine Ecke. Die habe ich nicht gesehen. Der gelernte Maschinenbauer Conny weiß natürlich, was für ein Material er da auspackt. Für Manu sind es halt Stangen. Manu! Was? Das ist Blech. Manu, hör auf damit! Aber das ist doch nicht schlimm. Manu, das ist beschichtet. Wir sind hier auf Hawaii. Wenn das abplatzt, ne, ist das nachher, was anfängt zu rosten. Es ist kein Edelstahl. Die dürfen sich berühren, ja? Ja. Was soll ich denn jetzt den Müll nehmen? Ja. Conny ist halt einfach Conny. Der ist heute regt er sich wegen dem Kratzer auf und morgen würde er da überhaupt nichts zu sagen. Also weiß ich nicht, was ihm in dem Moment irgendwie geritten hat. So, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich über irgendwas ganz anderes geärgert und ich war dann halt der Auslöser und ich habe es dann halt alles abgekriegt. Aber er ist halt nun mal so, ich weiß, wie er ist. Also er meint es auch nicht so und dann überhört man das auch.